Ja. Thema Mensch und Person. Als direkte Erfahrung. Wie ich das erlebe, Person oder Mensch, Person und Mensch, in der direkten Wahrnehmung. Am Beispiel, mir steht jemand gegenüber und erzählt mir was. Wie nehme ich den dann wahr? Ich fange an, wenn ich ihn als Person wahrnehme oder sie, dann bin ich hier im Frontallappen mit der Geschichte über diese Person beschäftigt. Denke ich mir, ah ja, das ist ja die so und so, ja, das hat sie mir schon mal erzählt, ah, das kenne ich schon und so weiter. Da ist das volle Filtersystem eingeschaltet. Ich beschränke sie, das mein Gegenüber, auf das, was ich von ihr denke, was ich denke, über sie zu wissen. Und da höre ich meistens gar nicht richtig zu und so weiter. Macht auch nichts. Also das ist diese Wahrnehmung der Person, die Geschichte, die ich über den anderen habe. Und wenn ich den Menschen wahrnehme, dann funktioniert es bei mir so, dass ich meinen Körper spüre, wie ich dastehe und dann spüre, was kommt denn da an? Und hinschauen, boah, wie sieht denn dem seine Haut aus? Wie sind denn die Augen? Wie steht denn der da? Was kommt denn da als rüber? Was ist es denn da für ein Ausdruck? Was steht denn da überhaupt? Und nicht so arg drüber nachdenken, was da steht, oder sondern es zu spüren. Das kann ich ja mit mir selbst auch machen. Entweder denke ich über mich so, oh ja, ich bin ja der und ich muss jetzt dann dahin und ich habe das schon alles gemacht. Oder wie fühlt sich dieses Menschsein an? Wie fühlt sich dieser menschliche Körper an? Und mehr ins Wahrnehmen gehen, die Aufmerksamkeit ins Wahrnehmen verlagern und ins Spüren und ins Sein lassen. Jetzt merke ich zum Beispiel, wie sich die Beine ein bisschen bewegen und die Hüfte sich dadurch verschiebt. Ich höre mal die Stimme, nehme den Atem wahr. Ja. Und es ist spannend, dein Gegenüber mal das Menschsein, das Lebendige, den Körper wahrzunehmen, zu spüren. Und da zu merken, den Unterschied, wie ist es, wenn ich ihn dann als Geschichte sehe, dann bin ich nur in dem Film drin. Ich als Person, er als Person, Gedanken drüber. Dann wird das ausgeblendet, das Gespür. Größtenteils. Und damit mal zu spielen. Was hat eine höhere Intensität? Oder auch nicht? Wie spürt sich's an, das Menschsein? Kleine Anregung an der Feuerstelle. Aloha Popoa.